Also ich würde Sachsen als meine Heimat im weiteren Sinne bezeichnen, obwohl ich aus Dresden komme. Und wir haben viele Kontakte nach Leipzig, auch familiär. Die ganze halbe Familie kommt aus Markkleeberg, also väterlicherseits, sodass mir Leipzig eigentlich auch schon bekannt ist. Das Bewusstsein, dass hier Leipzig eine führende Kunststadt ist, das ist mir natürlich noch stärker, ist in mir noch stärker aufgestiegen, als ich dann Sachsen verlassen habe und nach Baden-Württemberg zur Bachakademie sozusagen auch dann vom Wohnort her umgezogen bin. Also ich finde, Leipzig ist eine bemerkenswerte Stadt, die jetzt auch, glaube ich, im Beliebtheitsranking in Deutschland ja ganz vorn liegt. Und das, wo man sagen kann, was Lebensqualität ausmacht, da gehört ja die Kultur dazu. Und die Leipziger Kultur, das ist einfach sagenhaft, dass eben Johann Sebastian Bach hier da ist. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil, es gibt ja noch viel mehr. Schumann, Mendelssohn, und wir haben einfach da hat die Stadt Glück. Nee, das würde ich nicht sagen, dass ich einen Lieblingsplatz habe. Aber die beiden Kirchen, die Nikolaikirche und auch die Thomaskirche, das sind schon Orte, wo man einfach auch gerne reingeht. Das ist ja Geschichte, die eben da steht, und das ist irgendwie nicht tot, sondern das lebt immer noch. Und ja, wenn man dann die Musik auch machen kann von Johann Sebastian Bach an diesen Orten, dann das macht ein gutes Gefühl. Sehr, sehr spannungsgeladen habe ich das erlebt. Meine Musiker, mit denen ich hier war, die waren glücklich, dass sie eben in der Thomaskirche auftreten konnten. Für mich war es schon ein bisschen vertrauter, weil ich einige Male auch schon in der Thomaskirche selber dirigiert habe. Das Publikum ist extrem interessiert. Die sind auch sehr international. Man merkt das also an dem Stimmengewirr vor dem Konzert. Ist extrem aufgeschlossen auch, denn ich würde sagen, ich habe dann auch ein paar Sachen gestern im Konzert gemacht, die ein bisschen unterschiedlich waren von anderen Aufführungen, und es wurde akzeptiert, und das will ja auch schon was bedeuten bei einem Werk, das man eben schon 100-mal gehört hat. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Publikum diese H-Moll-Messe schon oft gehört hat und auch zahlreiche Aufnahmen zu Hause stehen hat. Das sind wirklich Leute, die Bachs Musik lieben. Ich weiß nicht, ob die Eingriffe, die der Herausgeber gemacht hat, die ja eigentlich keine Eingriffe sind, sondern Rückbau von Ergänzungen. In der Ausgabe, der neuen Bach-Ausgabe, waren ja viele Kompromisse drin, die man zum Teil auch auf Karl Philipp Emanuel Bach zurückführen muss. Und jetzt in unserer Aufführung waren im Wesentlichen also über 100 Änderungen. Das waren von Tonänderungen über Artikulationsänderungen bis hin zu sprachlichen Änderungen, also der Textunterbau war teilweise geändert, Rhythmisierungen und so weiter, ergeben tatsächlich dann im Detail doch einen teilweise neuen Eindruck, und das war aber noch nicht die Ursache für die Veränderungen, die vielleicht noch mehr auffallen, die liegen mehr im Tempobereich. Ja, man wächst da rein. Ich habe ja als Kind schon, als kleines Kind schon immer Bach zu Hause gehört. Meine Eltern, die haben ja beide, sind beide Musiker. Mein Vater ist Kirchenmusiker, meine Mutter ist auch Kirchenmusiker. Das Klavier ist ständig erklungen. Sie haben Bach-französische Suiten gespielt. Ich habe die Matthäus-Passion mit 5 Jahren gesungen. Ich habe die Bachschen Werke alle im Dresdner Kreuzchor zahlreich gesungen. Ich habe einmal die H-Moll-Messe zum Bachfest, zum 300. Geburtstag von Bach in Leipzig aufgeführt mit dem Thomanerchor und dem Kreuzchor gemeinsam in der Thomaskirche. Das gehört mit zu den tollsten Erinnerungen, die ich in Sachen Bach habe. Und jetzt wird mir immer wichtiger, eben dieses organische, dieser Organismus der Musik in dem Netzwerkgedanken, der ja bei Bach ganz stark eine Rolle spielt, dass alles etwas miteinander zu tun hat in dem Geflecht der Partitur. Und die Ordnungsprinzipien, die Zahlensymbole, die Tonartenbedeutungen und insgesamt eben die Bebilderung der Partitur durch sich
selbsterklärende Linienführungen. Und das ist für mich jetzt ein ganz großes Gebiet, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Und da erinnere ich mich an ein Wort meines damaligen Kreuzkanters Martin Flemisch, der uns immer gesagt hat, für ein Werk wie die Matthäuspassion reicht ein Menschenleben nicht aus, um das in Gänze zu verstehen und zu ergründen. Und das ist eben das Schöne, sie schlagen die Partitur auf eines bekannten Werkes und denken, das haben sie noch nie gesehen. Ja, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass man auch die Analyse macht, dass man die Formprinzipien versteht. Aber in allererster Linie versuche ich in dem musikalischen Ablauf das zu finden, was irgendwo mit dem Text zu tun hat. Also wenn eine Arie zum Beispiel heißt Quis sedis adexteram patris, also der du sitzt ist zur Rechten Gottes, erbarme dich meiner, miserere nobis, dann suche ich eben herauszubekommen, was hat denn da Bach im Vorspiel sich überlegt. Und da ist eine Oboenstimme, die einsetzt und auf einem Halteton immer stehen bleibt. Und ich glaube, das ist dieses Hinsetzen auf einen Platz, also wie man sagt, ja, du sitzt, ist zur Rechten des Vaters. Und das wird kontrastiert mit Akkorden, die kurze Achtel haben in Streichern. Und nun ist die Frage, was bedeuten diese kurzen Achtel? Und ich habe eben für mich entschieden, dass es für mich zwei Bedeutungen hat. Einmal das herrschaftliche Element, also der Gott sitzt da, aber es kann genauso gut auch bedeuten, es klopft ein Individuum an den Himmel, an die Tür und möchte ganz gerne da hinein, also an diesen Platz auch, wo der Jesus eben sitzt, zu dem man sich hingezogen fühlt. Und dann kommt nach zwei Takten eine Diagonale von links oben nach rechts unten und die deute ich so, dass es bedeutet, also mit allem Gefühl wird hier dargestellt, es ist plötzlich espressiver und auch kein Staccato mehr, eine Verbindungslinie von dem Oben zu dem Unten. Das, was man haben möchte, ist da komponiert in der Diagonale. Und diese Diagonalen gibt es hundertfach an der Harmonie-Messe, an ganz verschiedenen Stellen, wo das auch mit dem Text was zu tun hat. Und dann kommt eine Pause und ein ganz kleiner, armseliger Seufzer in der tiefen Lage, der bedeutet, weil ich ja hier unten als Mensch bin und dich brauche. Und das sind eben meine Deutungen von diesen ganzen Arien, die nehme ich eigentlich in aller Regel bei jedem Stück vor, sodass ich dann das mit einem Bildertext, also wie in einem sehr qualitätsvollen Comic, das ist jetzt wirklich kein Spaß, dass ich das sage mit dem Comic, man hat einen Text und dazu ein Bild und das Bild und der Text schaffen einen Raum, also einen gedanklichen Raum. Und das ist das Großartige an Bachscher Musik. Johann Sebastian Bach hat ja auch was gelernt von seinen Vorgängern und ich bin gerade mit einem großen Schütz-Projekt befasst, dass ich dieses Gesamtwerk von Schütz mir selber erschließe, aber auch natürlich für CDs erarbeite und dann aufnehme, sodass ich praktisch sämtliche Werke von Schütz dirigiere und dann auch produziere für die CD. Und wenn ich mir überlege, dass eben Komponisten wie Bach und alle anderen Komponisten wie Brahms und ich möchte fast niemand ausschließen, sich auch mit ihren Vorgängern beschäftigt haben, dann hat ja Bach das ideale Vorbild in Heinrich Schütz gehabt. Und diese 1:1 Umsetzung zwischen Wort und Musik ist bei Bach dann schon wieder ein bisschen verändert. Aber man findet eben immer noch davon Elemente. Und das ist eben diese selbsterklärende Fähigkeit der Musik, die auf akustischen Wege in den Körper eben eindringt und dann verständlich spricht zu dem Menschen, ohne dass man genau weiß, warum. Und da bedarf es eben auch eines offenen Gemüts des Hörers, dass er seinen Körper in die Lage versetzt, dass er ihm hilft, das zu verstehen. Also das ist ja nicht eine Sache nur des Intellekts. Da muss Verstand und Gefühl in eine Balance gebracht werden. Und die Musik von Bach ist in der Hinsicht, was Verstand und Gefühl in einer Balance betrifft, sicherlich das Beste, was es gibt. Ja, es sind schon die Gipfelwerke, die einen sicherlich am meisten beschäftigen, die beiden Passionen und auch die Hohe Messe in Hamal, aber erstaunlicherweise auch sehr oft kleinere Werke, Bach-Kantaten, die ganz selten gespielt werden, die einfach sensationell in ihrer Wirkung sind. Ich habe beispielsweise die Bach-Kantate mit meinen Studenten
aufgeführt mit dem Titel Ich stehe mit einem Fuß im Grab. Und das haben wir in einem Krankenhausfestsaal aufgeführt. Und dann hat das Team gesagt vom Krankenhaus, also das können wir im Krankenhaus nicht spielen, diesen Titel. Das können wir dem Patienten nicht zumuten. Wir haben das dann doch getan, weil die Kantate von ihrer Entwicklung her eine tolle Dramaturgie hat und ganz wenig deprimierende Stellen, eigentlich nur positiv. Und dann bekam ich einen Brief von einer Patientin, die mir geschrieben hat, dass diese Musik, die sie da gehört hat und diese Kantate und die Texte eigentlich die beste Medizin war, die sie in diesem Krankenhausaufenthalt bekommen hätte. Und es hätte ihr also wirklich unwahrscheinlich geholfen. Insofern, sage ich mal, sind die Werke, die vielleicht ein bisschen mehr im Abseits stehen, einfach mal einen Blick wert und man findet da unglaubliche Dinge. Ja, ich finde das prinzipiell immer sehr schön, wenn man sich umschauen kann und Ähnliches sehen kann, wie der Komponist gesehen hat. Ich habe auch in einem Musikfest im Erzgebirge, Musikfest Erzgebirge, das ich auch künstlerisch leite, ja auch in Grünhain die Werke von Johann Hermann Schein aufgeführt. Und allein die Vorstellung, dass diese Wiesen, die man dort sieht, natürlich sieht es jetzt anders aus als früher, aber die Berge und die Wiesen hat Johann Hermann Schein als Kind gesehen. Und das, man glaubt dann, dass man noch ein bisschen besser die Musik versteht. Und so ähnlich geht es sicherlich auch, wenn man in der Thomaskirche Bach spielt. Es kommt natürlich der glückliche Umstand dazu, dass die Kirche eben außerordentlich gut akustisch funktioniert für diese Musik. Wenn man von oben spielt, ist das erstens mal da oben ganz hervorragend auf der Orgelempore. Man hört sich gut und kann das echt genießen und ich glaube auch in der Kirche selber kommt ein schöner Klang.